So, dann würde ich sagen, wir haben 19 Uhr und wir fangen an. Ich möchte euch im Namen des Vereins stellvertretend ganz herzlich heute Abend begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, um die Möglichkeit des tollen Fachvortrags heute zu nutzen. Der Abend wird heute ganz unter dem Motto Theorie und Praxis stehen. Dafür stehen wir tatsächlich auch mit unserem Namen. Marketing, MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis. Wir wollen ein Netzwerk sein für Studierende, Wissenschaft und Praxis und vor allem eben auch die Brücke bauen und eben vor allem Studierenden die Möglichkeit geben, Einblicke und Theorie und Praxis zu kriegen. Wir sind mittlerweile in der Digitalisierung angekommen. Jedem ist das ein Fachbegriff, jedem sagt es etwas. Nur was genau unter Digitalisierung, gerade auch in Bezug auf Social Bots, Fake News oder Microtargeting wirklich zu verstehen ist, das wird dem einen oder anderen vielleicht noch etwas unklar sein. Deswegen haben wir heute die ganz tolle Möglichkeit, zwei ganz tolle Speaker, eben mit der Frau Kerstin Reitel und dem Herrn Dr. Haller, stellvertretend hier ganz tolle Speaker, die uns eben einerseits mit Kerstin Reitel einen Einblick ins Unternehmenstargeting zu geben in der Praxis und Herr Dr. Haller, der eben auf Digitalisierung im Social Media Bereich eingehen wird. Ich würde sagen, wir fangen am besten einfach an mit Frau Kerstin Reitel. Ganz herzlich begrüßen. Kommen Sie nach vorne und dann geht es los mit dem ersten Vortrag. Solche Sachen. Das ist das, was ein guter Verkäufer versteht,
und worauf er auch seine Kommunikation und seine Angebote anpasst. Ich würde die Fragen nachher aufnehmen, weil ich es gerade ganz schlecht verstehe. Ist das in Ordnung? Ja. Warte, kann ich weitermachen? Gut. Das ist eigentlich so der Grundgedanke dahinter. Das heißt, anstatt dass ich mit einem Autotypen oder mit einem Angebot rausgehe und versuche, möglichst viele Leute anzusprechen, überlege ich mir erst, okay, wer ist denn meine Zielgruppe oder wer sind so die verschiedenen, wir sprechen da oft von Personas oder eben sehr, sehr kleine Zielgruppen bis runter auf einzelne Leute, die interessiert sein könnten. Und die versuche ich dann mit einer möglichst guten Nachricht, mit einer möglichst personalisierten Nachricht eben auch anzusprechen. Noch genau mit dem Angebot, das für sie auch zutrifft. Was bringt mir das, wenn wir nochmal so dieses Autobeispiel durchdenken, wenn ich jetzt auf alle Leute mit dem gleichen Auto, mit dem gleichen Angebot und mit der gleichen Werbenachricht zugehe, dann denken viele gleich, gerade in der Online-Welt, interessiert mich sowieso nicht. Also was mich nicht sofort anspricht, das klicke ich sofort wieder weg. Und es ist schlichtweg einfach auch für viele nicht relevant und wir haben natürlich unglaubliche Streuverluste. Das heißt, wenn wir hier mal so drauf schauen, dann haben wir immer diesen typischen Funnel. Von jemand hört zum ersten Mal von uns, bis hin zum tatsächlichen Kauf. Und in diesem Funnel oder auf diesem Weg gehen uns immer Leute verloren. Und genau das ist, was wir mit Personalisierung besser machen wollen. Wir sagen, wenn wir die Leute ganz gezielt und mit genau dem, was für sie relevant und wichtig ist, im richtigen Moment ansprechen, dann haben wir natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch konvertieren. Das heißt, wenn wir uns den personalisierten Funnel anschauen, dann kommen da hoffentlich, wenn es gut gemacht ist, deutlich mehr Abverkäufe raus. Oder was auch immer meine Conversion ist. Wenn wir uns nochmal so einen individuellen Funnel anschauen, dann ist das typischerweise so eine Journey. Wenn ich als Kunde zum ersten Mal von einem Auto, ich nehme mal BMW oder Mercedes, höre, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich über Google auf die Seite komme, dass ich da mal was suche. Dann gehe ich aber typischerweise durch ganz viele verschiedene Marketingkanäle in verschiedenen Bereichen. Das kann sein, dass ich auf die Webseite komme, das kann sein, dass ich mal auf Facebook oder in einem sozialen Netzwerk mir irgendwie Kommentare und Bewertungen anschaue. Das kann auch sein, dass ich mir irgendwie mal ein PDF oder so runterlade, bevor ich dann wirklich eine Kontaktanfrage und irgendwann den Kauf mache. Und in genau dieser Reise und entlang dieser Reise wollen wir ja an den Nutzer dranbleiben mit unserer persönlichen Nachricht. Das heißt, ich muss aber auch wissen, dass der hier zum ersten Mal auf meiner Webseite ist, der gleiche ist, der später nochmal draufkommt. Und ich muss vom ersten Mal auch wissen, was interessiert den, damit ich ihm hinterher auch eine möglichst gute Werbebotschaft zeigen kann. Wie schaffen wir das? In dem ersten Schritt sammeln wir Daten über unsere Nutzer. Das sind typischerweise Daten wie, woher kommt denn der Nutzer? Was sucht er? Google ist ziemlich präsent in fast allen Journeys. Wofür interessiert er sich? Wie verhält er sich? Auf welchen Seiten ist er unterwegs? Was liked er? Etc. Und die Daten sammeln wir. Das schaffen wir zum Beispiel über Cookies, über Anmeldedaten, über IP-Adressen. Weiß jeder, was Cookies sind? Wer weiß denn, was Cookies sind? Vorsicht, ich könnte jetzt nachfragen. wenn ich auf eine Webseite komme, dann wird mir typischerweise so ein Cookie drangehängt und dieser Cookie speichert dann über mich, was mache ich. Also zum einen, was mache ich auf der Webseite, wie bewege ich mich weiter, aber auch wenn ich von der Webseite weggehe, auf welchen Drittseiten bin ich unterwegs. Und genau diese Daten und diese Informationen spielt er mir zurück. Deswegen kann ich über diese Cookies ganz gut sammeln, was machen eigentlich meine Nutzer. Anmeldedaten, das ist auch klar. Bei Facebook geben wir häufig freiwillig ein, was sind unsere Fanseiten und für was interessieren wir uns. Gut, wenn wir diese Daten haben, dann nutzen wir die typischerweise
Zum einen, um unsere Kunden besser zu verstehen und wirklich auch zu verstehen, was machen die, wie sind die, wer sind die, und bilden damit dann Nutzergruppen. Und die eben möglichst klein. Das ist das, wenn wir wirklich von Mikro-Targeting oder von wirklich personalisierten Targeting sprechen, dann haben wir ganz kleine Nutzergruppen, die wir dann ganz genau auch wieder ansprechen können mit der Info, die eben zu ihnen passt, die sie interessiert. Das ist so der erste Schritt. Damit ist es aber noch nicht getan. Dann müssen wir natürlich auch noch überlegen, gut, wie sprechen wir die denn jetzt an? Und da kommt natürlich immer noch die für mich große kreative Herausforderung dazu, weil wir natürlich immer noch spannende, coole Botschaften brauchen, weil eben gerade im Web wahnsinnig schnell weggeklickt wird, wenn es nicht irgendwie emotional oder inspirierend oder sonst irgendwie sehenswert ist. Nochmal in kurz. Das heißt, unter Personalisierung verstehen wir eine möglichst persönliche Kundenansprache, und zwar entlang der gesamten Customer Journey. Heißt, wir zeigen durch die passenden Inhalte zum passenden Zeitpunkt den passenden Personen. Und warum? Das haben wir auch gesehen, weil wir damit einfach mehr Effektivität und Effizienz schaffen. Das heißt, wir haben relevantere Botschaften und weniger Streuverluste. Schauen wir uns das mal in der Praxis an, und da würde ich gerne eine kurze Live-Demo machen. So. Genau, ihr seht jetzt einen Facebook-Account. Ja. Das ist eine ganz normale Facebook-Startseite. Mikro-Targeting haben wir sie hier genannt, und wir haben mit diesem Profil auch eine Seite angelegt. Ich weiß nicht, wie viele von euch es schon gemacht haben, aber im Prinzip kann man mit jedem Facebook-Profil auch eine Seite anlegen und kann dann hier verschiedene Beiträge über die Seite posten. Ich habe jetzt hier schon mal eins vorher angelegt, passend zum Winterbeginn. Stellen wir uns vor, wir sind ein Skigebiet oder vielleicht ein Hotel in einem Skigebiet und wollen Nutzer bewerben, die jetzt zu Beginn der Saison ein Zimmer bei uns buchen wollen. Dann könnte ich jetzt hier einen Beitrag anlegen, den ich ganz gezielt auf Snowboarder ausrichte. Und kann dann, und das ist wirklich ein ganz normaler Post, kann hier unten schon auf Beitrag bewerben gehen und kann hier ganz genau meine Zielgruppe auswählen. Wir spielen es mal durch. Snowboarder können Männer und Frauen sein. Vielleicht sind wir irgendwie ein besonders junges Hotel. Vielleicht sagen wir haben irgendwie eine junge Zielgruppe. Wir haben vielleicht noch irgendwie Après-Ski nebenan oder so und wollen da eher eine jüngere Zielgruppe. Dann können wir das hier auch direkt eingeben. Oder wir sagen, Snowboarder sind vielleicht typischerweise auch ein bisschen jünger. Machen wir mal bis 35. Können dann auch genau sagen, wo sollen denn die Leute herkommen oder wo sollen die Leute sein, die wir bewerben. Das sieht Facebook meistens über die typische, also die Angabe, die wir selber machen. Das kann aber auch sein, und diese Daten werden auch ergänzt, wenn ich mich immer von einer bestimmten IP-Adresse einlogge. Also wenn ich zwar angebe, ich lebe in Dublin, aber Facebook sieht seit 2 Jahren, logge ich mich nur noch von München aus ein, dann kann es auch so funktionieren, dass ich hier Deutschland oder München zugeordnet werde. Wir können jetzt hier mal sagen, was nehmen wir? Wir wollen mal den deutschsprachigen Raum, weil wir haben ja auch einen deutschen Post. Hier Deutschland und Österreich mit reinnehmen und können dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und können hier relativ genau eingeben, für was soll sich denn jemand interessieren. Wenn ich hier mal Snowboarden eingebe, dann seht ihr, es gibt sogar eine Interessenskategorie Snowboarden, was dann relativ gut zu meinem Post passt. Ich kann es noch weiterspielen, ich kann zum Beispiel könnte ich Skifahren ergänzen, ich könnte aber auch für die Skifahrer einen separaten Post machen, was für die natürlich noch ein bisschen relevanter wäre und so weiter und so fort. Könnte das auch noch einschränken mit weiteren Interessenskategorien.
Kategorien oder Demografie und so weiter ergänzen. Das speichere ich mal kurz ab. Dann könnte ich hier noch mein Budget hinterlegen für meine Facebook-Kampagne und könnte sagen, okay, ab wann und wie lange soll die Kampagne laufen. And that's it. Dann kann ich hier auf Bewerben gehen und meine Facebook-Kampagne läuft im Prinzip schon los. Ich breche jetzt hier mal ab. Also ihr habt es gesehen, ich kann wirklich einen ganz normalen Facebook-Post anlegen. Ich kann auch sagen, Bamberg hat die coolste Uni. Und kann auch den Beitrag direkt bewerben. Und kann dann wieder meine Zielgruppen auswählen und kann sagen, Leute, die gerade so in dem Alter sind, die irgendwie sich für ein Studium interessieren. Das kann ich wirklich als Privater praktisch. Was heißt das? Das heißt eigentlich, ich glaube, wir haben alle gesehen, das war alles gerade keine Hexerei. Eigentlich ist Personalisierung und personalisiertes Targeting gar nicht so schwer. Eigentlich kann es jeder von uns machen. Eigentlich, ich meine, Facebook haben wahrscheinlich alle daheim. Eigentlich kann jeder von uns eine personalisierte Kampagne starten. Wenn man es gut machen will, ist es dann doch nicht so einfach. Da ist natürlich schon die große Herausforderung, dass wir die richtigen Daten sammeln, gerade wenn wir auf unserer Webseite personalisieren wollen, dass wir damit auch unsere Zielgruppe viel, viel besser verstehen. Wir können jetzt raten, dass meine Zielgruppe Snowboarder sind, aber nur wenn wir die Daten haben und analysieren, dann wissen wir es auch. Und in dem zweiten Schritt brauchen wir dann natürlich immer noch eine gute, ansprechende Kommunikation. Ich habe euch noch ein Anwendungsbeispiel mitgebracht. Wir haben das Ganze, jetzt sind wir wieder beim Autobeispiel, mal für eine, ich nenne es hier Automotive AG, gemacht. Da haben wir uns zuerst angeschaut, okay, wie schaut denn so eine typische Journey aus bei einem Automobilkunden. Wenn ein Automobilkunde zum ersten Mal auf die Webseite geht, dann sind wir hier so am Anfang von der Journey. Der schaut dann ein bisschen die Produkte auf der Webseite an, geht typischerweise in den Autokonfigurator rein, stellt sich da sein Auto selbst zusammen, speichert das, kann dann einen Händler kontaktieren für eine Probefahrt und dann sein Auto kaufen. Das ist so der typische Weg. Und das sind auch die Daten bzw. die Segmente, die wir für die Seitenbesucher so getrackt und gespeichert haben. Und dann konnte ich mir hingehen und sagen, gut, jemand, der zum ersten Mal auf die Seite kommt, da schaut die Seite ungefähr so aus. Der sieht hier so ein allgemeines Auto, dass er, wenn er möchte, wo er noch ein bisschen mehr erfahren kann, wo er sich irgendwie ein bisschen rumklicken kann und dass er dann auch konfigurieren kann. Wenn er dann weitergeht und hier beginnt sein Lieblingsmodell oder für das er sich eben interessiert, wirklich zu konfigurieren, wo er dann auch seine Farbe anpasst, Motorisierung etc. Auswählt, dann wird das auch wieder abgespeichert und in das entsprechende Segment zugeordnet. Wenn er dann von der Seite weggeht und eine Woche später wieder kommt, dann sieht er auf der Startseite schon nicht mehr das allgemeine Modell, sondern sieht genau sein personalisiertes Auto. Weil wir ja schon wissen, das interessiert ihn mehr als eben ein Auto, das einfach so vielleicht das bestverkaufteste. Wenn er dann wieder von der Seite weggeht, können wir ihm dieses Auto auch über einen Retargeting-Banner auf Drittseiten zeigen. Also da nehmen wir auch wieder genau dieses konfigurierte Auto und zeigen das in den Bannern. Und wenn er das Auto auch wirklich konfiguriert und abgespeichert hat, dann haben wir auch seine Mailadresse, dann können wir ihn da auch nochmal erinnern, möchtest du nicht eine Probefahrt vereinbaren für dieses Auto?
Für die Händlersuche haben wir ihm auch geholfen, wenn er auf der Seite nach einem passenden Händler sucht. Dann gucken wir uns an, okay, wo kommt denn der Nutzer her, und zeigen ihm schon die Händler, die so im näheren Umkreis sind. Vorher behauptet, das Ganze bringt mehr Conversions. Das haben wir in dem Beispiel wirklich gesehen. Wir hatten hier nur ungefähr 200% Steigerung. Das heißt wirklich dreimal mehr Conversions, einfach dadurch, dass der Webseitenbesucher für ihn relevanteren Inhalt, relevantere Kommunikation gesehen hat. Und das ist eigentlich genau das, warum wir das ja auch machen. Warum wir sagen, wir nehmen halt nicht das gleiche Auto oder die gleiche Botschaft oder den gleichen Banner für alle, sondern wir nehmen das, was dich wirklich am meisten interessiert oder woran wir glauben, dass es dich am meisten interessiert. Gut. Ich mache noch einen kurzen Ausblick. Wir haben ja gesagt, wir haben gerade dieses Autobeispiel auch gesehen, wo wir gesagt haben, okay, ich konfiguriere mir einmal dieses Auto und es verfolgt mich dann, oder? Also so, was man ja auch typischerweise kennt von irgendwelchen Online-Shops, dass man dann immer wieder die Produkte sieht, die man sich irgendwann mal angeschaut hat. Wenn man das aber noch weiter denkt, dann sind wir damit ja schon ein Stück weit in der Filterblase drin. Das Gleiche kennt ihr vielleicht auch von Facebook, dass ihr da immer erstaunlicherweise Artikel angezeigt kriegt in eurem Newsfeed, dass die relativ gut zu euch passen und die ihr relativ interessant findet. Und das Gleiche eben auch mit Produkten, die ihr schon mal angeschaut habt oder die irgendwie zu euren Interessenskategorien passen oder die eigentlich sonst schon irgendeine Relevanz für euch haben. Und damit sind wir ja eigentlich in der Bubble drin und sehen auch nur noch die Inhalte, die ja schon auf uns zugeschnitten sind. Kann man jetzt sagen, ist doch schön, sehe ich die relevanteren Artikel, ist aber natürlich auch nicht ganz unkritisch, weil wir damit ja so gar nicht mehr über den Tellerrand rausschauen. Also damit bewegen wir uns ja nur noch in dieser Welt, die uns eigentlich, oder die für uns gebaut wird, und das kriegt ja auch schnell gerade im Marketing, im Unternehmensmarketing, diesen manipulativen Charakter. Da kriegen wir immer wieder die Frage gestellt, was kann ich denn eigentlich als Nutzer machen? Ich habe mal versucht, hier drei Antworten zu geben. Vermeiden. Ich kann einfach kein Facebook oder kein Google mehr benutzen. Das ist relativ unwahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal. Ich kann mir aber natürlich schon überlegen, möchte ich WhatsApp oder möchte ich Streamer nutzen? Oder klar, bei Google und Facebook schaut jeder ganz genau drauf. Was machen so große Konzerne? Bei manchen kleineren Unternehmen ist das mit dem, was sie mit den Daten machen, schon nochmal nicht ganz so deklariert. Und solche Dienste kann ich natürlich auch vermeiden, wenn ich möchte. Das ist ja schon die Möglichkeit, habe ich. Eine zweite, wahrscheinlich in den meisten Fällen ein bisschen realistischere Möglichkeit ist Blockieren. Ich kann natürlich Adblocker benutzen, das wisst ihr alle. Ich kann aber auch zum Beispiel distanzieren aus Facebook. Ich kann Facebook gezielt sagen, nee, nutzt meine Daten nicht für Werbung. Die Default-Einstellung ist natürlich immer, dass es genutzt wird. Überraschung. Aber das kann man auch ausstellen. Das kann man bei Facebook ausstellen, das kann man bei Google ausstellen. Das findet ihr auch in den Einstellungen. Und die dritte Möglichkeit, die ich auch noch relativ wichtig finde, wir haben ja doch alle selber die Möglichkeit, was machen wir eigentlich so im Internet? Wie viele Infos von uns stellen wir denn wirklich auf Facebook? Wie viel liken, posten, sharen wir denn da so? Und da möchte ich euch ein kurzes Beispiel von einem Bekannten von mir erzählen. Der ist relativ politisch interessiert und auch engagiert. Und hat ein großes Problem mit der AfD. Und er hat dann aber mal für ungefähr 6 Wochen hat er ein separates Facebook-Profil angelegt und hat mit diesem separaten Profil diese ganzen AfD-Sachen geliked und geshared und gelesen. Und er hat nach 6 Wochen wirklich gemerkt, was es mit ihm macht. Er hat plötzlich verstanden oder er hat angefangen, wirklich diese Argumente von der AfD, obwohl er davor Gegner war und ziemlich explizit und deutlich, hat er die Argumente verstanden, hat
schon auch verstanden, warum sie bestimmte Themen wichtig finden und hat da schon, konnte es einfach viel, viel besser nachvollziehen. Und das doch innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das heißt, wenn wir nochmal an diese Filterblase zurückdenken, das macht ja schon was mit uns. Und ob wir das jetzt alles unbedingt vermeiden und irgendwie uns einsperren sollen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich will es nicht. Aber ich glaube, so dieses Bewusstsein dafür haben, zu wissen, was passiert da eigentlich und was heißt es für mich und ob ich dann das Auto oder die paar Schuhe kaufe, ist ja immer noch am Schluss meine Entscheidung. Aber das Bewusstsein haben, das schadet uns wahrscheinlich nicht. Ich habe noch einen letzten Punkt mitgebracht. Ich habe mal geschaut, wohin geht denn die Reise eigentlich und was sind so die Themen, die wir auch bei unseren Kunden und in unserer täglichen Arbeit viel miterleben. Den ersten Trend, den ich ganz stark sehe, ist wirklich eigentlich, wie sich das Thema verbreitet. Nemix gibt es seit 25 Jahren ungefähr. Am Anfang war es noch ganz spannend, dass wir coole Webseiten bauen. Inzwischen will fast jeder Kunde mit mir über Personalisierung reden. Also dieses Thema verbreitet sich gerade unglaublich schnell und ihr habt ja selber vorher gesehen, wie einfach es eigentlich auch geht. Und da tun auch gerade Google und Facebook natürlich unglaublich viel dazu, dass es unglaublich nutzerfreundlich wird. Und ich hatte so bei der Google-Zeit zum Beispiel, hatte ich auch viele sehr kleine Kunden, die jetzt keine Marketing-Experten waren, aber die selber eben auch Werbung schalten wollten und das geht. Also im Prinzip das, was ihr vorher gesehen habt, es ist nicht so, dass man da 3 Jahre studieren muss, um eine Facebook-Kampagne live zu stellen. Und das macht das Thema natürlich viel populärer und entmystifiziert auch ein Stück weit. Also es ist wirklich nicht mehr irgendwie ein Thema, worüber keiner mehr spricht oder was keiner mehr macht, sondern es ist inzwischen wirklich in unserem Alltag. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir Marketing anschauen oder wie sich Marketing wandelt, dann war da früher ganz viel Unternehmensbrille mit drin. Da waren Marketingmenschen in dem Unternehmen, die kannten ihr Produkt sehr gut, die kannten ihre Marke sehr gut und die haben sich dann überlegt, okay, was kann ich jetzt über dieses Produkt erzählen oder wie kann ich meine Marke kommunizieren. Das trägt sich ganz stark in Richtung Kunde, weil wir jetzt natürlich nicht nur sehen, okay, was kann unser Produkt oder was ist unser Produkt, sondern wir sehen viel mehr, wer ist eigentlich der Kunde und was will der Kunde. Das heißt, das komplette Marketing dreht sich eigentlich immer weniger um diese Produkt- und Markenwelt und immer mehr um den Kunden selbst. Das spielt dann oft gar nicht mehr so eine Rolle, welches Feature irgendein Produkt hat oder was es kann oder wie toll die Marke ist. Den Kunden spricht oft was ganz, ganz anderes an. Und das rückt immer mehr ins Zentrum vom Marketing. Dritter Trend, ich habe es künstliche Intelligenz genannt. Ich sehe auch immer noch in ganz vielen Unternehmen, dass da ganz viele Daten vorhanden sind und noch viel mehr Daten vorhanden sein könnten. Das ist dann aber oft eher so ein Datenflutcharakter, habe ich es hier genannt. Das sind Daten, die liegen rum und alle wissen, das ist irgendwie wichtig, aber keiner weiß so richtig, was man damit machen soll. Und das dreht sich auch immer mehr in diese Richtung, dass mit diesen Daten auch gearbeitet wird und dass Unternehmen auch immer datengetriebener arbeiten. Da helfen natürlich auch so Sachen wie künstliche Intelligenz, wie wenn wir diese ganzen Datenauswertungstools anschauen, die können, Predictive Analytics ist auch so ein Buzzword, die können das sehr viel schon von selbst, also eigentlich so dieses, was Computer und Maschinen mit den Daten machen, das hilft Unternehmen unglaublich viel. Also das ist nicht so, dass irgendwie die Analytics-Menschen hier von jedem Jahr klüger werden, das wäre schön für mich. Aber es ist wirklich so dieses Machine Learning, künstliche Intelligenz, was die Unternehmen in diese Daten basierte Richtung treibt.